Hey ho und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Ja, es, wie ihr schon seht, es wird endlich mal Zeit für neue Projekte und ich möchte euch natürlich jetzt ein Großprojekt vorstellen, nämlich den Pokémon Randomizer Nuzlocke Weekend Marathon. Das heißt, ich habe mir ein paar Spiele rausgesucht von der Pokémon-Reihe und werde diese in einem Randomizer Nuzlocke Challenge einen nach dem anderen durchhauen. Und hier möchte ich euch heute nur mal schon mal sagen, was die Regeln sind, wann das natürlich auch kommt, weil es kommt jedes Wochenende. Das heißt, jeden Samstag und Sonntag werden hier die Pokerbälle fliegen und hoffentlich auch dementsprechend das alles natürlich einfangen, was wir einfangen wollen, dürfen, machen, ne? Und da sind wir auch schon beim ersten Thema natürlich. Welche Spiele sind denn im Randomizer Nuzlocke Weekend Marathon drin? Da habe ich mir aus der ersten Generation, ja, ich bin generationsweise vorgegangen, aus der ersten Generation Pokémon, die rote Edition. Aus der zweiten Generation Pokémon die goldene Edition. Eigentlich wollte ich auch noch eine aus der dritten Folge Generation nehmen. So, aus der dritten Generation. Leider gingen die Spiele irgendwie nicht. Ich habe kein Spiel aus der dritten Generation gefunden, was richtig funktionieren wollte. Auf deutscher Version. Amerikanisch und japanisch und so wollte funktionieren, aber ich brauchte ja auf deutscher Version, weil ich schlecht Englisch, amerikanisch und japanisch erst recht nicht. Also, naja, dann habe ich mir gedacht, ich überspringe einfach mal die dritte Generation und mach weiter zur vierten Generation mit Pokémon Diamond oder Diamant. Und aus der fünften Generation natürlich Pokémon Weiße Edition 2. Sechste und Generation geht schlecht, XY ich habe groß nicht die Möglichkeit, das so aufzunehmen. So, dann machen wir mal weiter mit dem Regelwerk. Ja, das Regelwerk, seht ihr, ist ein bisschen viel. Ich habe es ein bisschen umgewandelt. Also es sind nicht die originalen Randomizer Nuzlocke Regeln, sondern ein paar umgeänderte Regeln. Aus einem einfachen Grund. Zum einen will ich das Projekt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt haben und nicht vorher abkacken. Also beenden müssen. Und zum anderen habe ich es mir auf der einen Seite leichter, auf der anderen Seite wieder ein bisschen trickier, also schwerer gemacht. Ja, fangen wir ganz oben an. Es darf in jedem Gebiet nur das erste Pokémon gefangen werden. Diese Regel zählt erst nach Erhalten der Pokébälle. Das ist die Standardregel von einer Nuzlocke Challenge, sollte jeweils bekannt sein. Pflicht-Pokémon müssen gefangen werden, aber in die Pflichtbox gelegt werden. Das heißt, Pokémons, die von der Story her gefangen werden müssen. Es gibt ja da ein paar, jetzt so Pi mal Daumen mal so gesagt, gibt es da ja, zum Beispiel hier. In XY gibt es ja diese XY-legendären Pokémon, die man fangen muss und so ein Kram. Die müssen gefangen werden, aber die müssen dann in eine Box, die sogenannte Pflichtbox. Legendäre Pokémon dürfen nicht gefangen werden, beziehungsweise verwendet werden. Das heißt, klar, wenn legendäre Pokémon Pflicht-Pokémon sind, landen die
müssen die ja gefangen werden und landen in der Pflichtbox. Aber wenn es keine Pflicht-Pokémon sind, dürfen die nicht gefangen werden. Man darf bei denen fliehen, man darf sie besiegen, aber nicht fangen. Punkt. Sollte das erste Pokémon auf der Route, die man betritt, ein legendäres sein, so zählt dies nicht als erstes Pokémon. Das heißt, da das eine Randomizer-Nuzlocke-Challenge ist, weiß man natürlich nicht, was für Pokémon auf dieser Route gibt, was für Pokémon einem begegnen. Denn es ist alles random. Wirklich alles random. Die Pokémon, die man auf den Routen begegnet, die Pokémon, die groß die Trainer benutzen, selbst die Top 4 und der Champ, das ist alles random. Und auch die Werte sind random. Das heißt, ein Starter erstmal sind auch randoms. Das heißt, ihr könnt auf gut Deutsch bei dem gleich zum Anfang, sagen wir mal, Lucario mit Typ, was weiß ich, Geist und ersetzt Feuer, Eis, Wasser, Pflanze Attacken ein. So in der Art. Und dementsprechend können natürlich auch die Pokémon auf der Route natürlich auch gleich erste Route, man kommt mit seinem Starter an und begegnet, sage ich mal, hier Zapdos oder so. Das kann passieren. Deswegen, das legendäre zählt nicht als erste Pokémon, weil dementsprechend die ersten dürfen nur gefangen werden. Und man darf ja Legendäre nicht fangen. Also zählen die Legendären nicht als erstes Pokémon. Punkt. Dann, Pokémon. Jedes Pokémon muss einen Spitznamen haben bekommen. Das heißt, sowohl der Starter als auch jedes Pokémon, was man fängt, muss einen Spitznamen bekommen. Ich sag extra, was man fängt, weil Pokémon, die in-game getauscht oder geschenkt bekommen hat, müssen freigelassen werden. Die zählen als tote Pokémon und müssen freigelassen werden. Unter anderem, jedes besiegte Pokémon muss freigelassen werden, mit Ausnahme des Starters. Da habe ich es mir ein bisschen einfacher gemacht, weil ich das Projekt ja auch auf eine gewisse Länge haben will, nämlich mindestens bis zu den Top 4. Deswegen darf man nur den Starter wiederbeleben. Alle anderen sind nicht wiederbelebbar, sag ich mal. So, geheilt werden darf, aber nicht wiederbelebt. Bis auf beim Starter. Ja, dann, wann endet die Challenge? Natürlich, die Challenge endet entweder mit dem Einzug in die Ruhmeshalle, wenn man also die Top 4 plus den Champion das erste Mal besiegt hat und in die Ruhmeshalle einzieht. Oder, also die Ruhmeshalle wäre gewonnen, verloren hat man die Challenge, wenn man 5-mal insgesamt, also maximal 5-mal gegen die Top 4 oder den Champ verloren hat. Beziehungsweise und den Champ verloren hat. Das heißt, sagen wir mal, ich verliere beim ersten der Top 4 einmal, den zweiten, beim dritten, beim vierten einmal, dann habe ich schon 4-mal verloren. Und als verloren heißt wirklich alle Pokémon sind tot, auf gut Deutsch. Und sind besiegt. So, wenn ich dann die 4-mal beim Top 4 verloren habe und dementsprechend auch die 4 Strikes habe,
und ich trete gegen den Champion an und ich verliere gegen den Champion, ist das der fünfte Strike. Und der fünfte Strike ist gleich Ende der Challenge verloren. Es darf offline trainiert werden, aber nur auf früheren Routen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Anfangsdorf anfange und ich gehe bis zur ersten zum ersten darauf folgenden Dorf und hör so gesehen mit der Folge im ersten Dorf auf, ohne weitergegangen zu sein, darf ich nur in dem Bereich zwischen Anfangsdorf und dem ersten Dorf trainieren. Was nochmal ein bisschen trickiger ist, weil man hier und da ja dann immer weniger Erfahrung und so, ne, bei den Low-Leveligen kriegt. Dann, es darf bei dem Offline-Training nur bis zum nächsten 5er oder 10er Level durchgeführt werden. Also, ja, genau. Also, das heißt, zum Beispiel, ich habe jetzt mal übertrieben, ein Kanimani. Level 7. Und ein Shigi Level 13. Dann darf das Kanimani, was Level 7 ist, nur bis Level 10 leveln. Also bis es Level 10 wird. Und das Shigi, was Level 13 ist, darf nur bis Level 15 trainiert werden. Offscreen, ne? Das sind so die Regeln, die ich mir aufgestellt habe. Die werde ich auch einhalten. Aus einem einfachen Grund. Das macht es ein bisschen interessanter. Weil ich meine mal, alle möglichen YouTuber und so können eine Nuzlocke und Randomizer Nuzlocke Challenge machen. Aber der Unterschied zwischen denen und mir ist halt, dass ich direkt 4 Randomizer Nuzlocke Challenges hintereinander weg mache und das mit veränderten Regeln. Also mit Regeln, die ich mir selber verändert habe für mich. Beziehungsweise gegen mich. Ja. Und ja. Das sind so die Regeln. Und die ersten Folgen kommen jetzt jetzt kommenden Samstag. Und dementsprechend, also jetzt kommenden Samstag nächste Woche dementsprechend, heute ist ja Sonntag. Und dementsprechend wird das dann auch mal ganz, ganz witzig. Also, ich hoffe, ihr schaltet ein. Ich hoffe, ich kann euch mit meinen Pokébällen ein bisschen Vergnügen bereiten, beziehungsweise, ich weiß, das hört sich jetzt ziemlich pervers an, aber ich meine, natürlich, ich hoffe, ich kann euch unterhalten und dementsprechend für meine Projekte hier begeistern. Also, tschüss, ciao, euer Levers.